Sind es Gedankenleser bei NTV, Frau Annika de Boer? Meine kleine, wie heißt das, japanische Frucht? Da muss man nur nachgucken. Kumquat. Und seit wann gibt's Facebook und seit wann gibt's das? Wie lange werde ich erpressen? Mir Steinzeitmenschen, oder? Ach so, deswegen, Jesus wurde ja auch hingerichtet. Das ist ja Mord auch. Hallo Dalai Lama, leben Sie noch? Die DVD habe ich mir extra geholt und angeschaut. Sie lassen sich das ja nicht im Kreis zeigen. Und wir haben ein Problem, wie gesagt, mit Steinsteinmenschen. Und jetzt, wenn man 100 Jahre alt wird, was macht man dann mit den alten 50er? Weil ich habe mich ja beworben als Moderatorin. Mein Kind hat man mir gleich weggenommen. Wegen, ich wusste gar nicht, wenn ich in eine Diskothek gehe oder wenn ich Moderatorin sein möchte, dass man dann gleichzeitig auch Pornos macht. Ich würde gern hart auch mit der Flöte spielen. Jetzt spiele ich Freddie Mercury. Ich meine, er gibt mir Antworten, das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Genauso Elvis Presley. Achso, und Lukas, wo bist du? Ach, deswegen bin ich auch geheiratet worden. Wenn es ein Arsch ist, gell? In den Arsch jemanden schreiben, so nach dem Motto. Aber ich zeig dir ja gleich, gut, dass es nicht sehen kann. Freddie Mercury das, gell? I'm not to use for your education. Sad. Und ziehen Sie mal Ihr Kind besser. Hey, springt einfach raus wie die Elvis-Tochter, gell? Ich verstehe ja auch Michael Jackson, dass er lieber die Elvis-Tochter heiratete.